So, ich habe hier heute den Airwick Freshmatic Kompakt mit dem Duft der peruanischen Andenblüte. Das sieht man dem aber nicht so an. So, das Gerät ist total einfach in der Bedienung. Also hier ist unser Fortstarter-Knopf, da kann man dann so oft sprühen, wie man will. Hier stellt man die Intensität ein, wobei auf maximal alle 7,5 Minuten ein Duftstoß abgegeben wird. Auf der mittleren Stufe alle 15 Minuten und auf der Stufe 1 alle 30 Minuten. So, ich lasse den jetzt mal auf der mittleren Stufe stehen. Wir haben hier das Batteriefach, das ganz einfach aufgemacht wird. Dann kann man den hier entsichern, indem man den Stift rauszieht. Die Batterien, die waren da schon drin. Macht man das wieder zu, dann kann man hier unten die Klappe öffnen. Da sieht man dann hier auch schon diese Führungsschiene, wo diese Kante hier eingelegt wird. Dann hat man das auch richtig rum drin. Der fällt auch ganz von alleine rein. So, hier ist übrigens eine Möglichkeit, den aufzuhängen an einer Schraube. Dann drückt man das einfach zu. Dann sieht man auch, da wie das Licht anfängt zu blinken. Das blinkt also alle 5 Sekunden. Und gibt jetzt einmal einen automatischen Duftstoß ab. Das war's schon. Einmal kurz und heftig. Die peruanische Andenblüte, die duftet jetzt nicht so intensiv, aber gut wahrnehmbar. Also ist ganz okay, obwohl ich mag es gern ein bisschen intensiver. So, und wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, nochmal ein bisschen Duft nachzulegen, dann drücke ich da einfach drauf. Und jedes Mal, wenn ich drauf drücke, kommt da ein Dufterlebnis raus. Ja, das war schon. Also das Gerät ist wirklich sehr praktisch, sehr einfach in der Handhabung. Sieht es auch nicht so ganz so unschön aus. Man kann den überall platzieren, man kann den an der Wand hängen oder einfach so im Raum stehen lassen, irgendwo in der Ecke auf der Fensterbank oder sonst wo, wo man gerade haben will, im Regal. Passt. Also von mir gibt es eine absolute Kaufempfehlung. Ich mag sowas. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.